Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der wunderschönen Altstadt. Dickrich ist ja eine von den ältesten Städten am Land. An dem nur steht dann noch eine von den ältesten Kirchen, die Al-Laurentius-Kirche. An der gucken wir uns heute mit Neon zusammen mit dem Historiker Ernst Breusger, mit dem ich noch ein Rendezvous habe. Die Kirche an Al-Dikrich ist dem Hallischen Laurentius gewidmet, einem Diakon von Rom. Das ist also eine katholische Kirche, auf der ja schon hethnische Zeiten erlebt hat. Der Historiker Ernst Breusger, der sich viel mit diesem Gebetshaus befasst hat, ist begeistert, wenn er von diesen alle Gemeier schwätzt, an denen heute ist das schon noch zweimal am Jahr ein Mass aufgehalten wird. Wie die Kirche die ist wirklich uralig gesehen, die hat man hier auch ein bisschen etwas präpariert von früher, wo man das ein bisschen besser gesehen hat. Ja, das heute für 800 Jahre, als die Raum hier gebaut wurde, und zwar von der Römer. Da auch keine Kirche, da auch kein Tempel, wie man gesagt hat, mit war ganz einfach ein Scheier. Und die Scheier wurde zusammengehangen mit einer römischen Villa, die 80 Meter mehr ab am Fongol den Hauptsitz hat. Ich finde, ein kleines Skizze mitgebracht. Der Ursprung von der Al-Laurentius-Kirche geht also zurück auf eine römische Villa, die sich über das ganze Territorium von der Altstadt gezogen hat, auf der bei den Ausgrabungen an den 60er Jahren auch zwei große Mosaiken gefunden wurden. Die ursprüngliche Römerhalle aus dem 3. Jahrhundert hat am Laufe der Jahre ein paar die Transformationen mitgemacht, besonders natürlich, wo die Religion bisher dazu war, mit einem Kreuz um Dach, einem Chor und einem Altar. Im 1200 aber kommt eine ganz wichtige Änderung. Und dann hat etwas Wichtiges geschieht, nämlich dass ein Turm gebaut, einen feierreichen Turm mit ein paar Schallöcher dran. Und das gibt es auch hier am Grundriss. Und von der Zeit an hat die Kirche eine wichtige regionale Bedeutung. Das heißt, von überall rundherum sind Leute an das Kirche gekommen. Und da können doch die Nummer wahrscheinlich Dickrich hier, nämlich die Kirche vom Volk. Volk heißt auf Altdeutsch, Mitteldeutsch, Diet. Und die Kirche ist also der Name von, so ist der Name von Dickrich entstanden. Tut also nicht unbedingt etwas mit Bayern zu tun, wie etwas mit einer Kirche. Die Geschichte von der Laurentiuskirche ist damit natürlich noch nicht um. 1476 zum Beispiel kommen noch ein paar Meter in der Nordzeit dabei, für was auch eine gewisse Asymmetrie und Struktur besteht. Den hölzernen Dachkoffer sagt, bis 1576 schließlich bald das ganze Gemäuer aufgebrannt war, andere müsse komplett neu abgebaut gehen. Und so steht sie noch immer heute, die Laurentiuskirche. Nun natürlich neu renoviert, aber mit einem Esel um Dach. Ja, eine wirklich lange, interessante Geschichte, die die Kirche hier hat. Aber eigentlich ist es ja verwunderlich, dass sie noch steht, weil sie sollte auch zweimal aufgeräumt gehen. Das stimmt, weil zwei Kirchen haben die Kirche nicht gebraucht. Und sie hatten nur ein Haus und du hast dann 1879 dezidiert, gehen sie aufgeräumt gehen. Das ist aber nicht geschieht, weil wahrscheinlich die Leute auch nicht so richtig da gelebt haben oder weil keiner sich getraut hat. Und du hast für das hier in Aufstellung haben, für die Pompien, für die Bauern. Und 1997 hast du ein Kehr dezidiert gehen, so aufzuhaben. Und dann als ein Bürgerinitiativ gestartet gehen vom Direktor vom Gymnasium damals mit einer anderen wichtigen Leitung. Und dann als der Staatsarchitekt Arendt angeschaut gehen, die kommen hin und gesagt, das muss unbedingt erhalten gehen. So als dann eben die Kirche gerät gehen, also sind die Dickers natürlich stolz, dass sie noch da steht. Was ja auch wirklich interessant ist in der Kirche heute, dass die Krypta innen drin, wo man dann auch ein Lien mit dem Museum, mit dem Geschichtsmuseum direkt neben drin hat. Ja, das ist wirklich interessant, weil ja auch die Verbindung, also die Entree von der Kirche, die auch römische Entree ist. Also kann ich sagen, dass die Kirche sich so schließt. Ja, und ich gesehen, du hast schon Karin aus dem Museum. Na ja. Vielmals merci dann. Sehr geschehen. Adi. Sie ist ja wirklich fantastisch, die hier Krypta. Wir wissen am Anfang, von wen ich um, dass hier Leute begraben waren. Ja, das ist effektiv ein ganz gut froh. Weil an den 60er Jahren ist hier ausgegraben worden und die Resultate, soweit sie dann publiziert wurden, an eine rezente Studie über die verschiedenen Sarkophagen, die haben im Fonds bewiesen, dass ab
also wir können sagen, dass ab dem 7. Jahrhundert sich ein Highlight an der Krypta begraben gaufen. Interessant ist, dass am Mittelalter im Fong die besser Leute, also die mir betuchte Leute, wahrscheinlich Plätze an der Krypta kruten, weil dafür die Miste bezahlen, an das normal Volk dann rund um die Kirche begraben gehen. Aber doch ganz flott ist, wie sie die Müse ausgegraben haben, haben sie auch nach Skeletten an verschiedenen Gräber rund um die Altkirche gefunden. Hat die Krypta dann schon immer so ausgesehen wie hier? Nein, also da muss ich sich wirklich anders vorstellen, so wie wir sie noch gesehen haben, als sie hier nur den 60er Jahren, wie hier ausgegraben sind, als ungelöscht sind. Sie haben es zugänglich gemacht, genug für das Publikum. Und dafür nennen wir es heute ein archäologisches Krypt. Die hat aber hier auch ein richtiges Glattleien, ne? Absolut, absolut. Den hast tatsächlich, nachdem das Krypta dann ausgegraben wurde und so ungelöscht wurde, haben sie den Dom auch als Schaubeispiel quasi so dahin gelöscht. Aber wie nicht genau ist, können wir nicht sagen. Wenn ihr ein bisschen zu Chunk guckt, dann hört ihr schon ein schmales Becken. Da gehen wir vielleicht davon raus, dass es den Herr ist. Aber wie nicht, das kann ich da wirklich nicht sagen. Aber am Fungal ist das hier wirklich formidabel. Die Lien auch mit Musik. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Kammer wahrscheinlich ganz fantastisch ist. Das ist unheimlich. Also sie sind immer hellewisch begeistert von der Krypta. Und normalerweise ist es dann auch so, dass immer von uns mit dabei ist, natürlich, weil das einfach spannendes Terrain. Und es soll ja aber auch ein Krypta ein bisschen respektieren. In der Realität sind aber Leute halb begraben. Das ist wie Kirchfisch. Am Dickröscher Geschichtsmusik gibt es natürlich noch viele andere spannende Sachen zu entdecken wie die Krypta. Denn alle Mosaiken aus der Römervilla zum Beispiel. Oder aber kann ihn sich im zweiten Stock einen kompletten Überblick verschaffen über die Entwicklung von der Stadt und alle einzelnen Elemente mit Luchten sichtbar machen. Bon, heute sind wir die Al-Ringmauer von der Stadt. Die Krypta hat sich natürlich in der Zwischenzeit weit darüber raus ausgebreitet. Aber den historischen Kern, an dem wir uns hier befanden, der wird immer eine große Bedeutung behalten. Neben der Aller-Laurentius-Kirche und dem neuen Geschichtsmuseum gibt es doch noch ein anderes ganz interessantes Gebäude, das mal Langzeit Gemengenhaus war und an dem heute ist das, das Conservatoire du Nord in der Burgstadt. Der Conservatoire du Nord, der 2003 aus der Fusion von der Musikschule von Nettelbrig an Dickröscher vorgegangen ist, hat seinen Sitz zu Dickröscher im Wirtschenschloss, das Langzeitgemengenhaus war. Lo hat sogar der mal ein Haus vom August Wirtschen Theater gespielt, gedanzt und natürlich musiziert. Du an der Lage, du kannst dir viel mehr Zeit lassen und auch dein Lernen resonieren lassen. Ja? Und dann just aufpassen, du hast ein Tempo. Zu spazieren. Voilà. Ah, posieren. Und passen, nicht zu schnell. Man neigt den Schlag an. An einem der Profi für Piano-Urschel und Improvisation heißt 1999 Maurice Clement, den sind hier auch Organist an der Dickröscher Dekanatskirche, obwohl ihn eigentlich von Urschlenster kennt. Das ist gut. Ja, ich bin seit mehr als 20 Jahren, 20 Jahre genau dann hier und habe mich richtig verliebt, auch an der Stadt Dickröscher. Was ich gebe, wie ich hier war, gut nicht der Fall war, wie ich 18 Jahre hatte. Und hier war in einer anderen Zeit, das war alles ein bisschen mehr, ich weiß nicht, dass man mehr verklemmt vorkommt. Und das hat sich aber alles immens befreit. Ich fand Dickröscher ein ganz anderes Gesicht, ein ganz anderes Fass, also eine andere Mentalität. Das ist aber nur ganz abgeschlossen. Und gefällt mir in meiner Familie ganz gut, dass so klingen, dass so sein eigenes Universum, so Mikrokosmos halt so Dickröscher. An der Maurice Clement geht auch die Passion von der Musik führen, für allem natürlich die von der Urschel, von denen zwei extra schöne Exemplare zu Dickröscher gibt. Einmal ein Klang am barocken Stil an der Aller Laurentiuskirche, wo der Maurice bei all der renseigniert, auf wohin sich so richtig wohlfühlt. Mal was, Freund, wir machen einfach den Anfang, ja? Bis vor. 18, Punkt, Pedal. Genau 20 Jahre hat das Instrument hier. Und was für den Conservatoire super ist, weil er eine Proximität hat, weil er ganz direkt ist. Und ja, das ist einfach mein Büro hier, mein Klassenzimmer. Und das ist eine immense Freude, dass ich
all der kann an die Altkirche kommen. Es hat eine immense Kasche, es hat eine immense Stimmung. Das ist im 6. Jahrhundert und irgendwie spielt er das nach in den anderen Gemeinden. Das ist ein bisschen feucht, muffelt heinz du, aber es tut etwas. Und auch ist es nicht einfach die Faszination für die Urschel weiterzugehen, weil das Haupt des Stars als ein elitäres Instrument gesiegelt, für dem auch viel Angst verbreitet ist. Der Maurice Clement gesagt hat dem nur als eine Mission nun, diese Angst entgegenzuwirken. Hier, wenn als Bau vom Gläs hier sein echtes Piano geschenkt hat, gesagt alle Instrumente einfach nur als ein Spielsaron an die Ausstellung versucht hier noch weiterzugehen. Ich kaufe einfach irgendwann, wie ich 13 Jahre war, denke ich, dir geschaltet und dann sind nur beim kleinen Dorf groß ging zu Beschlünster, wo ihn den einen kennt, den einen mit der Familie ist, und du nicht gehst, so, du gehst einfach mal an die Bösel spielen, weil du einfach darunter hast. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich einfach da schon nicht mehr so viele Aporen zur Kirche hatte, mehr haben du mich da so rangelebt. Und ich bin Center Organist und habe an der Urschel Anfang entdeckt, die Vielfalt, die Spielweise, die ihn hört, dass den Urschel als riesiges Spiel gezeigt am Anfang an. Es geht mir schön, wenn ich sein Leben lang spielen kann. Mit einem großen S. Für rund 3,5 Jahre war es für den Maurice der Spielhimmel abgegangen, für die neue Laurentiuskirche, an der heute erst Massen aufgehalten ging. Ein fantastisch romantisch und gelöschtes Exemplar von Urschelkrut, der in der Form Nummer 3 auf der Welt gibt. Auch für die regelmäßig Bussen mit Leuten aus der ganzen Welt reisen, und auch Leute wie zum Beispiel den Organist aus dem Stephansdom. Erstaunen, wenn ich am meisten auch spielen und so wie viele Leute mich aufschwätzen um die dickere Urschel. Und sonst, wenn ich das Wort dickere gehe, bin ich immer ein bisschen erstaunt. Ich bin schon froh, wenn die meisten Leute Lützeburg kennen. Aber wenn sie davon dickere schwätzen, dann fand ich das enorm. Wie kurzer Zeit durch das Instrument, aber auch das natürlich ein ganz spezielles Entourage, den sich für Urschel interessiert. Mit dem um dickere ist am Urschelmilieu fest verankert. Auch durch eine CD, die wir gemacht haben. Den ganz gut durchkommen, also auch auf internationaler Ebene. Und das hört man sich schwätzen gelöst. Durchschnell war nur der Renovierung von der Dekanatskirche etwas wie den Urschelpunkt und einer ganz gelungenen Restauration, sagt Maurice Clement. Und das nicht nur, wenn es der ganz außergewöhnliche LED-Belichtung. Die Urschel passt sich so gut dem Stil von der Kirche und vom Raum und der Raum ist in sich ganz geschlossen und der Urschelsklang ist ganz equilibriert am Raum. Das ist auch eine ganz ausgewogene Akustik. Wir haben 4,5 Sekunden Nachhaltzeit, das heißt, dass die Töne sich so ein bisschen verschmelzen, so wie ein Urschelsklang am Anfang braucht. Aber dass sie aber nicht so viel einen Zopf machen, wo ihnen noch nicht mehr rausgeht. Und das ist am Anfang optimal. Und das ist für mich ein Traum. Für den Jean de Blanen, der sich mit Festungsmauern umgehen hat, du wirst doch mit Verpflichtungen für die Stadt verbunden, die müssen zum Innerhalt dazu beitragen. Als Gegenleistung hat die Stadt aber gewissen Revenuen zugestanden. So sind dann unter anderem die verschiedenen Märkte an der Stadt entstanden und für 400 Jahre auch die Woche Markt um Dienstag. Für das zu feiern hat die Union Commercial dieses Jahr ihren Mantelsonntag einfach an einen Hirschsonntag verwandelt und mit einem speziellen Frischmarkt verbunden. Dickrisch, 27. Oktober. Die Leute vom Dünnstischmarkt haben hier stehen an der Dickrischer Fußgängerzone für einmal um Sonntag aufgeregt. Mit 400 Jahren Wochenmarkt an der Stadt, das muss gefeiert gehen, umso mehr, wenn ich weiß, dass es noch schon damals um Dünnstisch war. Und dass das doch ein gut gelingt hat, sich mal andere Leute zu weisen. Na ja, wir waren gefreut und dann für die Klienten, die Dünnstisch vielleicht nicht immer da sind oder arbeiten, dass sie aber vielleicht Zeit haben, dann Dünnstisch mal gucken zu kommen. Die Leute, die hier wohnen, das sind die aber gesehen, dass wir da sind. Mit den meisten Sonntagen spazieren, können sie heute ein Stück spazieren gehen. Wir sehen, dass es mehr ist, wir sehen, dass die hier sind.
Man wissen doch, dass die meisten, die heißen, auch dann zu halten. Eigentlich hätte ich am liebsten den Markt wie frei organisiert. Mit Durchbruch von Haut sind andere, und elektrisch geht Haut kaum noch etwas. Für einen Allem wurde der Geschäftsverband Decker darauf geurscht, dass auch nichts präsentiert wird. Wie zum Beispiel bei diesem Produzenten von Weiler Latour, den Nimmerschofs Milchprodukt Robitz. Auf alle Fälle wollte ich noch lokal hergestellten erst vorsetzen, aber nicht nehmen. So zum Beispiel gibt es auch selber gemachte Tadien, die sind vor kurzem das Label Made in Luxemburg drohen. Das sind Teddybären, die ich selber bitzen auf der Hand. Das ist mein eigener Entwurf. Ich passe ganz gut auf, ob das wirklich ist, weil ich Qualität auch aus. Ich arbeite hauptsächlich mit Mohair und mit Alpaka. Viele wird zwar nicht das Allerschönste, an dem sich die Leute anfangen, ob durch Zufall oder einfach gewollt, sogar von mir weit hier. Nein, ich bin zufällig hier, weil ich einen Familienbesuch mache und aus diesem Grunde haben wir dann hier mal wollten uns mal die Innenstadt anschauen. Und gefällt sie Ihnen? Sehr schön. Die Kirche und hier die Innenstadt ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Das heißt, Sie würden auch wiederkommen? Auf jeden Fall, ja. Und hier, haben Sie was gefunden? Ich hoffe doch. Also ich suche gerade noch und bin in Verhandlung. Wir kommen von Hala. Und ihr kommt extra bis dahin, wenn es den Markt? Ja, wenn es den Markt und dann noch einke, ja, für ein bisschen zu shoppen. Und dann noch als Produieren und alles, was heutzutage so gut und das profitiert einander davon. Fand ihr das ja eine gute Initiative? Natürlich. Das ist ja gut, dass ihr so etwas gemerkt habt, dass auch dann heute letzte Woche Produkte besser vermarktet gehen. Auf jeden Fall noch streichen, gibt dann noch in Ehrenwein für die Population auf der Liberationsplatz, ob die Union Commercial und Gemeinde invitiert hatten. Für uns alle aber werden hier besonders zu Ehre vom Jubiläum auch ein Gelegenheit, nach einmal auf der Touren von der Stadt aufmerksam zu machen. Gut lokal Produkte genießen, einmal heimholen und dann noch ein bisschen shoppen an einer flotten Ambiance auf einem Platz, wo alles noch bei Ihnen liegt. Aus allen Stadtteilen, aus dem Sauerwiss, aus der Gisserer Straße, aus vom Kirchen sind wir an 8 Minuten hier im Zentrum. Und das ist ein Atout, den wir nicht negligieren und auch nicht vergessen. Das heißt, kommt zu Fuß, wir sind hier. Wir haben noch Parkplätze, ihr wisst das. Aber Mobilität aus, als geht immer mehr eine große Wichtigkeit, auch hier zu den Krisch. Und nicht vergessen, auch heute, noch 400 Jahre, geht es nach immer eine Woche Markt um den Stich morgen. Von den losen Tänen dann rüber bei einem Sujet, wo es mehr um Vitas geht, wo aber sicher auch Tänen klingen, dem Mundscherengen vielleicht ein bisschen zu viel brutal scheinen, für andere aber wie richtig Musik sind. Und die dürften am Ende am Conservatoire National de Véhicule zu Dickrich voll auf ihr Kasten kommen. Dort nämlich zurzeit eine große Ausstellung über Porsche fehlt. Anfang Oktober groß Raumaktion an der aller Mercedes-Garage in der Rue Stavelot. Den Conservatoire National de Véhicule Historique von Dickrich hat wohl eine ganz Reihe interessanter Oldtimers in einer permanenten Expo, darin zum Beispiel auch der großherzogliche Buick 90 Limon 38. Aber für Interesse sucht den Automuseum tatsächlich finstigen temporären Ausstellungen, wo allgemein ein spezifisches Mark am Vordergrund steht. Wir haben zum Beispiel die thematische Ausstellung nur einmal mehr groß gemacht. Das hat sich immer beschränkt auf alle Lackiererei. Wir haben am Anfang ein halbes Museum für die Ausstellung, was für uns natürlich in anderen Erfahrung das ist viel, viel mehr kompliziert. Aber das ist dann das Maximum, das wir können mit den Metakarien, die uns zur Verfügung stehen, machen. Weil der Porsche Classic Club Lützeburg das Jahr 20. Geburtstag feiert, gibt es nur für ein halbes Jahr die flottesten Porsche-Modelle aus der ganzen Geschichte von der deutschen Sport- und Luxusmarke rausgeholt. Wobei der Thematik Kurs gleich einen ganzen Akt dediert hat. Immerhin hat Porsche von Anfang an auf Circuitrennen an die historische Rallye gesagt, die sie auch meistens gewonnen haben. Hier haben wir zum Beispiel ein F-Modell, das ist die erste Serie von Porsche, die hat gebaut in der Sammlung 11. Da tun wir an 2,4. Der Mann, den hört sich den abgeriet, für historisch kurz zu fahren. Das sind 2,4 Liter, aber ganz, ganz speziell in dem Auto, was den ersten Mal nicht gebaut ging. Viel wert, weil den hört auf der Ritze Seite ein Klapp, wo alle Menschen meinen, er hat
eng Benzinsklapp. Nee, das kein Benzinsklapp, mehr, das ist ein Urlischklapp. Wie gesagt, hier ist ein Urlisch angefüllt. Gehen. Und das Auto ist aber, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr gebaut, wie viel wert. Weil viele Leute gemerkt haben, dass sie Benzin dran machen. Und dann hat die Motorfutter gemäht. Dann ist das relativ sehr abgehangen. Haut, alles wird selten als bei Porsche als Gesicht. Und dafür nicht mehr gebaut, ein 2,4S. An Ölklappe ist relativ selten. Aber natürlich hat Porsche in einer langen Geschichte nicht nur noch Kurse gesagt, mehr auf ihn für den Alltag gebaut, die an dieser Ausstellung auch soll nie Platz fanden. Der Weiss vom Club, wo Porsche draufsteht, ist auch Porsche dran. Und auch für vor allem den 911 für Kollektionäre von Bedeutung ist, so soll ihn das Markt nicht nur auf E-Modell reduzieren, das geht hier nicht gerascht gehen. Die echten Porsche-Fahrer hätten sich bestimmt nicht können vorstellen, dass eines das der Verbrennungsmotor gewester Mode kommen. Aber bon, Zeiten verlangen noch anderen Prioritäten. Von den Auto vielleicht auch nicht ganz auf der Seite lesen, so kann ihn sich noch manns teilen. Sind da kurzem geht die TÜV heute zu Dickrich dann auch den Flex Carsharing System. Mit drei Stationen, einmal auf der Gare, bei der Gemeinde und noch auf der Kluster. Für die mal zu fahren, muss ihn sich natürlich für das erste Mal registrieren, androhen und dann einfach lassen. Ob es so einfach geht, der Paul Keltisch aus dem Service Kulturell hat für uns den Test gemacht. Guck, dann hast du die neue Flexcard. Da kannst du ein Auto halt dick geschlungen. Und zwar in Elektro oder mit Benziner. Los, probieren wir für dich die Benziner. Wie viel an Auto klammen, muss ich aber mal für dich die Flex-App ummelden. Von einem Auto frei aus kann ich dann ziemlich sehr loslegen. Voilà, dann nutze ich meine Flexcard. Und ich brauche den noch Schuss bei dem Auto zu halten. Und dann geht ein Regnitchen an. Und voilà, das Auto ist ab mit Klammer ran. Den Moment noch funktioniert der Flex-Matrage von AOP an nächstes Trick. Das heißt, das bezieht ihn so lange wie das Auto und nicht näher, ob es in der Auffangstation steht. Das heißt, wenn es so neu ist, willst du mal ab da bist, fahren. Dann kannst du dich etwas räumen, dann bezahlst du die ganze Zeit, wenn du steht. Dafür ist es vielleicht nicht praktisch. Wenn du aber siehst, okay, ich muss noch eine Kommission machen gehen, oder etwas transportieren und schon kein Privatauto, den frei ist, hast du Reflex und du deplacierst dich sehr. Und dann bringst du ihn zurück. Das heißt, du bezahlst schon die Zeit, die du konsumierst. Für den Polen ist der Flex ein gutes Sache, weil er sich durch seine Arbeit bedingt viel an der Stadt bewegen muss. Wir stehen an dem Dorf oder an der Stadt, wo er noch schafft, braucht mit dem Flex-System kein privates Auto mehr. Was für mich flexibel. Und du musst nicht ein Auto kaufen. Auf Geraldiana ist das Flex-System am Gang, sich zu adaptieren. Hallo schon, eine Teststrecke für Schuss von AOP zu fahren. Und da könnte Carsharing so richtig interessant gehen. Beim Elektroauto muss ich natürlich auch daran denken, das nächste zu laden. An einem Monat ungefähr gehen es 75 Jahre, dass eine von den deutschsten Perioden an der Lützeberger Geschichte gefangen hat. Den 16. Dezember 1944 und die Deutsche unerwartet Lützeburg gegriffen, nachdem hier schon mit den Amerikanern am September die Befreiung gefeiert wurde. Ein unerwarteter Attack, der bis heute hier Spuren an der los hat, den Dickricher Roger Dillmann kann sich noch ganz gut an das deutsche Periode erinnern. De Roger Dillmann, Jahrgang 32, auf Visite am Nationalen Militärmuseum zu Dickrich. Für den Direktor vom Museum, de Benoit Niederkorn, ist es wichtig, mit Anzeigen für ihn zu schwätzen, den er von der Zeit témoignieren können, über die dem Museum Hautfüsse weitervermittelt. An Roger Dillmann kann sich noch gut erinnern und die Zeit, wo der Krieg eigentlich schon rüber war und im September 44 zum Beispiel, wie ein Kollaborateur sollte gelinscht gehen. Da war ich dabei. Das heißt, dass er in Lützeburg ja sehr preisig war. Und so war er innen beim Kollegen, den alle Prüfungen machen. Und der Mann, ich weiß nicht, was er verbracht hat. Auf jeden Fall muss man die Preise viel gehabt. Und so wollten sie die ausholen aus dem Haus. Aber das geschieht, wie der Mann sein Hand kein Red mehr wusste, so hat er noch Schuss. Und zwar preisen Champ gleich aus dem Baumann da. Aber wie das geschieht war, war der Mann auch schon. Also, er ist rausgeschläft, und das mal die Fäße gerannt, die an den Fluss geflogen hat. Und dem hat er aus dem Dach gekommen. Und dem hat
gemacht, dass wir im Boot sind. Da war ich dabei, dem was wieder geschieht. Ein paar Monate drauf, mit Dezember, du sollten Roger seine Familie nach ihm selber den Krieg zu spüren kriegen. Sie haben damals am Bamadal gewohnt, da wo heute der Musee steht, aber wo früher die erste Brasserie der Luxemburg in der Brust war. Da wurde Roger sein Pap geschafft. Hat. Ich habe auf der Straße herausgespielt, das kann den 13. oder 14. Dezember gewesen, weil ich nicht mehr nehme. Da ist ein Granat oder zwei, ich will über den Heer, wie ich rüberkomme, über das Haus, an die Garten in Hand tun, das heißt, Nullweh Hand tun. Da bei denen lädt an der Garten, das sage ich nur. Und meine Mann, sie hat nach dem Haus Geburtstag gehabt, sie hat nicht mehr voll Bulli gekriegt, und ich war auf der Straße. Und wir sind spitzere bis auf die Straße geflogen gekommen. War ein Granat dazu? Ich weiß es nicht. Meistens haben sie das paar Granaten mal nie geschossen. So sind Roger seine Eltern und sein kleiner Bruder sowie viele andere Anwohner von Dickrisch, die an den Keller vom heutigen Museum in der Dach kommen. Aber auch das sollte nicht von Dauer sein. Als ich meine Mama gehabt habe und mein Bruder nicht, wir waren zu feiern, waren wir da länger. Und die anderen Leute sitzen hier am großen Keller? Nein, die waren am großen Keller. Da. Viel bei ihnen nicht. Und dann, am 16. Dezember, oben spät, sind die Amerikaner, ich weiß nicht, wie viel das war, überall am Keller so gegangen. Die Kriegskette evakuiert und muss raus. Ich war zurück bei der Sauerdorf, wo heute Viehsalzbrecher sind Roger Dillmann und seine Familie und zu Fuß über Miersch bis auf Pensdorf kommen, wo sie bei einer Familie nach Dach kommen sind. Kein schlecht Leben demnus. Mein Papa ist demnus, ich meine, in jedem Mal den großen Dreschmaschinen. Demnus hat ein Bauer nach keinen Dreschmaschinen. Da hat den als überall mit Bauern auf der Erfahrung vor Dreschen. Und da ist mein Papa zu Matt gegangen. Da hat ihn als ein neuer Produkt gehittelt. Und mein Mann sie hat ihm ausgeholfen und nicht konnte spielen. Du hast dann geschlafen, zu Hause? Am Strie. Am Decken, was nicht kalt ging. Aber wo ist der Kast dann hergekommen? Ja, wir gingen mit den anderen nicht um das geht. Wir waren am Kast, waren wir, und die Amerikaner sind sogar gekommen, hatten sie Serie geschossen. Und meine Mama sagte, wir müssen das dann frei machen. Wir haben aber die Matke dafür. Aber nicht alle hatten die Chance, für evakuiert zu gehen. Von den 60 bis 100 Leuten, die am Keller von dem heutigen Militärmuseum innerbrücht waren, konnten eine ganze Reihe tatsächlich nicht mehr mit Zeit fortgehen. An anderen sind dann wirklich heim geblieben, weil sie nicht Bescheid gesucht haben, dass sie evakuiert gehen. Die sind wahrscheinlich nur gerissen an die Keller. An dem Moment sitzen die 6 Wochen hier an der Rundstadtoffensiv. Und es sind dabei gewesen, eben noch eher Personen, die kehlt nicht überlebt und hier gestorben sind, wie auch Juncker hat das auch erkannt, hier geboren gehen, und der hat aber noch bei der Strupp aus der Teil gestorben. Eben. Das war wirklich akut und am Plus haben sie noch zusammen mit den Deutschen hier gelebt, weil die haben ja nur ein Lazarett aufgebaut. Weil wir sehen es hier im ganzen Gebäude, hier, dass die Bombe sicher gewesen ist, dass die Deutschen alle Verletzten herabrührt, nachdem die Amerikaner ab Krieg darüber angefangen haben, hier Strupp zu bombardieren. Dem Roger Dillmann und seiner Familie als Täter spät blieben. Der Familie Dillmann hat das Haus von dem Krieg auch noch intakt, sodass sie ihm konnten heimgehen, dem Nopa sein Verruf gebrannt. Nicht der Dienst, wie man hier auf dem Foto gesehen, der dann offensiv eine deichter Zeit an der Geschichte, die auch zu Dickrisch für lange Zeit hier Spuren an der Los hat. An dieser Serie über die Dickrischer Geschäftswelt holen wir euch heute bei der Blumenboutique von Margretchen. Das lohnt nicht nur hier am Stadtzentrum zu finden, sondern auch noch nach die richtigen Tipps für euch für Christas-Dekoration. Also, ich bin Conny. Ich bin seit 4 Jahren heute Dickrisch, die Blumenboutique Margretchen. Ich will die ganze Zeit dürfen auf der Esplanade. Es sind aber noch die Krüste sind nicht aufgeplant hier an Rue Saint-Antoine, heute die Krüste. Auch das an der Großkasse. Die Boutique ist viel mehr groß gehen und fängt um mit Krüsten. Das heißt, die hat eine große Schwar und Adventskranz und Dekorationen für Krüste, verschiedene Pflanzen, Saisonspflanzen. Natürlich schaffe ich auch gerne auf Kommand, wenn die mir Dippe oder so Land springen, kann ich gerne etwas zusammenstellen. Ich meine aber auch so, wie das ganze Jahr über durch Buchungen, Arrangemente, Begräbnisse, Hochzeiten, alles, was der Klient gerne hat.
Ja, für diese Zeit natürlich kann ich auch ganz sehr selber etwas zusammenstellen. Das heißt, von der Natur von der schon ganz schöne Sachen, mit Moos, mit Zapfen, können ganz schöne Sachen zusammenstellen. Für Christen, natürlich mit kleinen Sternen, mit kleinen Kerzen, können ganz schöne Sachen schon allein zusammenstellen. Wenn ich heimreise, dann ist es ein kleines Arrangement. Das ist für die Butte, für den freien Verkauf, da geht wieder. Das ist auch relativ mit natürlichen Materialien, die wir schaffen. Mit Moos, mit Zapfen. Also, da kann ich noch in der Natur fahren. Voilà, fertig ist es. Und damit sind wir bei dem Moment von unserer Mission heute auch gekommen. Bleibt aber noch der Blick auf den Manifestationskalender, weil auch im Dezember als nächstes Munches Lass heute zu Dickrich. Den 30. November invitieren die Gemeinde Dickrich die Syndikatinitiative und die Union Commerciale auf die traditionell klesisches Feiern der Aalseerei. Um 16:30 Uhr, samstags mittags, kann den Helge Mann seine Begleitung auf der Gare empfangen und bis bei den Centre Culturel begleitet. Und dort werden all die braven Kinder aus der Grundschule eure Menge Deck-Teachen. Rendezvous also um 16:45 Uhr auf der Gare. Eine Woche mehr spät, den 7. Dezember, da luden Tamikal für den 3. Alter in Stadt Dickrich all die Elamatbücher aus der Gemeinde auf die traditionelle Christfeier an der Aalseerei an, die für die Gelegenheit durch von der Gemeindegärtnerei wird dekoriert gehen. Für Musik eine gute Stimmung suchen auf dem Mittag den Duo Lisa Aschano. Anfang von dieser flotten Rencontre mit Schnittchen und Patchen, also um 3 Uhr noch mittags. Am Kader vom 75. Jubiläum von den zwei Befreiungen von Lützburg durch die Amerikaner in den Jahren 44 und 45 ist der 15. Dezember ein großes Gedenkfeier Keystone in the Way zu Ehren von der 28. US-Infanteriedivision geplant, die sogenannten Keystone-Division aus Pennsylvania, die der Feind am Norden von Lützburg abgehalten hat. Zu Dickrich geht ihnen darum, von der Finning Moyes eine Gedenktafel am Park an der Gemeinde angeweiht. Den 14. und 15. Dezember ist zu Dickrich übrigens Adventsshopping geplant. An der Weekend droppt den 20., 21. und 22. Dezember ist dann noch nach Christmerdo gesucht, wo ihn auch um den ganzen Weekend shoppen kann, freitags sogar bis 9 Uhr Hofes. Die ganz größte Ambiance wird das Jahr übrigens mit einer neuen Dekoration an der Fußgängerzone abgewehrt gehen. Also kommt, los dich für die Feiertage inspirieren. Und das war es dann für unsere Mission von heute. Nächstes Rendezvous für Dickrich TV genieße ich dann den 23. Dezember. Aufgepasst, dass eine Woche mehr später wie gewinnt, dürfen wir vom Christmarkt. Bis dahin, macht es gut. Adieu.